Ach, Mensch. Plaxert. Manchmal hast du auch noch einen Kopf zum Haare schneiden. Wobei, nicht mal mehr den habe ich, ne? Hier. Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge vom Minecraft Modpack Feed for Factory, dem Factorio in Minecraft. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und bevor ich es vergesse, wenn du noch nicht abonniert hast, das ist ganz kostenlos, hier unten einfach die Glocke abonnieren, ja, dann verpasst du kein weiteres Video und kriegst alles mit, was hier auf meinem Kanal passiert. Ja, ich danke dir und jetzt viel Spaß mit Factorio in Minecraft. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die isolierten Kabel gebaut und ich habe jetzt mal offline hier alle Kabel ausgetauscht. Das heißt, wir können jetzt hier ranspringen, uns passiert nichts mehr. Wir kriegen keinen Stromschlag mehr. Das ist schon mal gut, oder? Genau. Dann haben wir in der letzten Folge noch hier diese Batterie oder Charging Station gemacht. Und wir wollten mal weiter hier machen. Im Questbuch gibt es hier Filter. Ja, ich glaube, das geht ganz einfach. Haben wir, eigentlich haben wir nicht. Da haben wir einen Trichter im Programm. Filter, ne? Filter. Das war der hier. So, dann haben wir den. Okay. Quest completed. Dann brauchen wir den nächsten. Dann brauchen wir den. Und Redstone. Das Filtering for Dummies. Okay. Oh. Aber ich glaube, die können wir auch schon machen, oder? Wo geht's jetzt weiter? Elektro Drilling, das wäre doch mal was. Aber können wir noch nicht, ne? Warum? Was brauchen wir denn? Hier ist es. Ja, man muss halt die Bohrer immer mit Material wieder befüllen, ne? Und das kann halt schmerzhaft sein. Und ist halt auch nicht sehr schnell. Hier ist die Lösung: ein Drill, der gepowert wird mit Strom. Genial. Ja? Also, er macht das gleiche, aber er ist halt schneller. Platziere in 3x3 Square wie only one high. Ja, okay, das wissen wir. Aber, wo bauen wir die? Da müssen wir mal gucken, was brauchen wir dafür, ne? Electrical Drilling. Ja, ich kann es hier nicht erkennen. Da. Power Drill. Das können wir machen. Da brauchen wir rote und 16 rote. Wie viel habe ich denn? Ich habe keine 16 roten. Schauen wir mal hier drüben. Da haben wir 4. Okay, was fehlt denn dann noch? Das. Wir brauchen ja die Stahlplates, ne? Nee, wie heißen die nicht Blades, sondern Gears? Die Stahlgears brauchen wir. Machen wir die Stickies. Ja gut, 48 ist jetzt auch nicht die Menge, ne? Übrigens, nur zur Info, ich tue hier weder bei anderen Leuten was abgucken, noch irgendwie vorbauen. Das seht ihr auch, ne? Ich probiere hier einfach Sachen aus. Das Einzige, was ich mache, ist, dass ich eben ein paar Sachen offline mache, wie zum Beispiel hier die Kabel austauschen oder hier ein bisschen Beton wieder, ne? Ja, solche Sachen halt und ein bisschen Holz sammeln, vielleicht die Bohrer mal umsetzen. Aber alles, was spielentscheidend ist, passiert hier im Spiel und ist nicht irgendwie vorgeplant oder, ne? Es ist für den einen vielleicht gut, der findet es toll, der andere sagt, boah, ja, warum macht er hier so viel Trial and Error? Ja. Ist halt so, ne? Machen wir weiter hier. Wir brauchen also jetzt noch mehr rote. Die roten sollten jetzt aber funktionieren. Strom ist ja da. Ja, die haben wir drin. Haben wir auch welche drin und hier. Gut, wir machen aber weiter im Text. Aha, rot. Gibt es denn noch was, wo man. Ah, hier. Genau, wir brauchen ja. Wir haben ja Strom, ne? Wir haben ja die Stromerzeugung.
Und ein bisschen was wollen wir ja puffern, weil ne, nicht immer ist der Strom gleichmäßig da. Und dann wäre es nicht schlecht, wenn wir da was machen könnten. Wir holen uns mal hier. Da war ich ja raus. Wie viel haben wir dann noch? 478. Alter, Leco mio. So, jetzt können wir den Basic-Kapazitor bauen. Was brauchen wir denn hier schon? Alter, okay. Und hierfür brauchen wir 32 von dem. Okay. Na gut, dann bauen wir den Kapazitor. Der reicht ja auch schon mal. Totem-Kapazitor. Okay. Aha, wir brauchen Redstone. Dark Oak Wood. Ich glaube, da kann man alles Mögliche nehmen. Block Redstone soll nicht das Problem sein. Aha, und schon kann man es bauen. Guck mal. Und schon haben wir unseren LV-Kapazitor. So, und dann könnten wir das Ding hier hersetzen. Connector drauf. Und dann haben wir jetzt so eine kleine Grundabsicherung an Strom, würde ich sagen. Ach so, genau, man kann so viel reinstecken, wie man hat, ne? Er braucht noch sieben. Sieben Stück. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Ich glaube, das kriegen wir hin. So, und jetzt können wir bauen. Hier. Den Electrical. Oh Gott. Den Heavy Engine. Alter. Den machen wir jetzt noch. Komm. Den bauen wir jetzt. Den Electrical Drill. Okay. Heavy Engineering. Ja. Wie? Gut, Elektrum hätten wir ja da. Das wäre es nicht, ne? Stahl hätten wir auch. Cobblestone haben wir keinen. What? Die Dinger brauchen wir noch. Da brauchen wir Steel Plates. So. Ich brauche nicht eins, ich brauche zwei. Aber wieder. Okay. Haben wir jetzt? Den haben wir noch, den haben wir noch. Und wir haben zwei Heavy-Blöcke. Wie viel brauchen wir? Ich glaube vier, oder? Vier und ein Maschinenframe. Wobei Maschinenframe, glaube ich, haben wir vielleicht sogar irgendwo. Ah ja, mal noch ein Heavy Block. Was ist denn das hier? Item Router. Ah, Steel Plate haben wir da. Da haben wir noch ein Heavy Block. Okay. Es sieht gut aus, Leute. Es sieht gut aus. Wir brauchen noch zwei Pisten. Es sieht gut aus. Nee, schaut nicht gut aus. Doch, da hier haben wir Cobblestone noch da. Wir haben noch Cobblestone. Schaut's doch gut aus. Na? Einmal Lekum jetzt. Ne, brauchen wir kein Einmal. Wir haben ja. Genau. So. Ach, Mensch. Plaxert. Manchmal hast du auch noch einen Kopf zum Haare schneiden. Wobei, nicht mal mehr den habe ich, ne? Hier. Nicht mal dafür ist er gut. Maschinengehäuse haben wir und jetzt machen wir endlich unseren Electrical Thrill. Gut. Dann schauen wir jetzt mal, ob wir den noch irgendwo unterkriegen.
für einen Bohrer braucht man noch einen aus Stahl. Drill, 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 habe ich keinen. I don't have one. So, hier ist auch nichts mehr drin, also weg damit. So. Aber das macht nichts, wir wollen ja sowieso. Wir haben Dings nicht dabei, ne? Wir haben keinen Wire Coil mehr. Ne, wir wollten jetzt nur noch einen Bohrer bauen. Da brauche ich noch ein bisschen von dem Kabel. Okay, so. Schaufel. Ich finde, man sollte hier so eine Glaskiste als so eine Diamantkiste oder Kristallkiste, besser gesagt, als Chest nehmen, ne? Gut, da ist noch drin. Bohre rein. Das mit der Kiste funktioniert eigentlich genauso. Ich tue es mal nur mal testen, ne? Kommt der Connector hin. Und jetzt müssen wir, glaube ich, too wide weg. Okay, ich bin gleich wieder zurück. So, ich habe das jetzt hier angeschlossen. Ja, da braucht er noch ein Zwischenstück, weil der nicht im Ganzen darüber kam. So, und ihr seht, der dreht sich hier von ganz alleine. Und guckt mal, jetzt kommt sogar was raus. Oh, und da dreht sich sogar einigermaßen schnell, ne? Kann man sich jetzt nicht beschweren. Ja, und jetzt kommt immer wieder was raus. Und dann werden wir das ja noch anschließen. Ja. Den hier hinten hätten wir ja auch noch. Den wollten wir auch noch anschließen. Aber das machen wir in der nächsten Folge oder bis zur nächsten Folge. Wir werden sehen. Ja, und heute haben wir gebaut den Electrical Drill und natürlich einen Kapazitor, der die Batterie ein bisschen speichert. Also den Strom. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut einfach wieder ein beim nächsten Mal hier beim Plugsat. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, dann werdet ihr automatisch informiert. Ich wünsche euch jetzt ein paar schöne Tage und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, euer Plugsat. Ciao, ciao. Tschüss.